zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Produkt, welches ihr bestimmt alle schon kennt. Es geht um Kokosöl, aber viele von euch wissen vielleicht noch nicht, was man überhaupt alles damit machen kann. Kokosöl kann man nicht nur in der Küche brauchen, es ist extrem vielseitig einsetzbar und ich zeige euch heute in diesem Video, wofür ich Kokosöl verwende. Kokosöl ist im Vergleich zu beispielsweise Olivenöl hitzebeständig. Beim Olivenöl ist nämlich das Problem, dass die Cis-Fettsäuren sich durch das Erhitzen in Trans-Fettsäuren umwandeln, was beim Kokosöl nicht passiert. Die wertvollen Fette bleiben erhalten. Kokosöl ist sehr feuchtigkeitsspendend und daher verwende ich es auch sehr gerne als Körperpflege. Außerdem riecht es super angenehm, erfrischend, natürlich nach Kokos. Da Kokosöl antibakteriell wirkt, kannst du es ideal auch für kleine Verletzungen verwenden, wie zum Beispiel dieser Kratzer hier von einer meiner Katzen. Und apropos Katzen, auch diese mögen Kokosöl, wie ihr hier sehen könnt. Und es ist übrigens auch sehr gut, es erhält nämlich den Glanz von ihrem Fell und außerdem soll es zum Beispiel Zecken fernhalten. Einfach mal einen Esslöffel Kokosöl in den Mund nehmen und für ungefähr 20 Minuten im Mund behalten. Da Kokosöl, wie schon gesagt, antibakteriell wirkt, hilft es auch deiner Mundhygiene. Es tötet nämlich die Bakterien ab, die unter anderem schlechten Atem verursachen. Von daher hilft Kokosöl super gegen Mundgeruch. Mach das regelmäßig, nimm einfach einen Esslöffel Kokosöl in den Mund, behalte ihn für 20, 30 Minuten, so lange wie du kannst drin und dann spuckst du es einfach aus und fertig. Ich brauche keine Abschminkprodukte mehr, denn auch abschminken kann ich mich mit Kokosöl. Es entfernt sogar, falls du das verwenden solltest, wasserfestes Make-up restlos. Wirklich perfekt. Zudem wissen wir ja schon, dass es feuchtigkeitsspendend ist und gut für die Haut ist. Natürlich auch für deine Gesichtshaut. Achte beim Kauf von Kokosöl unbedingt darauf, dass es kalt gepresst ist, bio und in Rohkostqualität. Das Kokosöl, was ich verwende, ist von meinem Kooperationspartner MyFairTrade und ich verlinke euch das unter diesem Video in der Infobox.